Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Chernobyl Light in unserer Basis. Und ja, wir sind das letzte Mal schlafen gegangen, dann bin ich hier wieder Zielstrebe hier in diese Richtung hochgesprintet und bin hier wieder mal hängen geblieben. Und da hat uns Olga kontaktiert und wir sollen die in einem Dorf besuchen oder kontaktieren. Hat irgendwas von einem anderen Stalker noch geschwafelt oder von einem schwarzen Stalker, dass er mir da helfen kann. Oder zumindest was darüber sagen kann, aber ihr Hauptziel ist die NRA hier zu entfernen aus dem Gebiet, sagen wir es mal so. Ja, dann haben wir uns noch ein bisschen hier ausgebaut, wir haben mehr Platz im Rucksack jetzt. Das haben wir trainiert bei Mikael und ich habe festgestellt, dass hier hinten Hubschrauber rumfliegen. Das macht mir überhaupt ein bisschen Sorge, das wird ja glaube ich dann immer gefährlicher, wenn die da mit Scheinwerfern dann suchen, wenn ich da rumspiele. Heidenei, heidenei. Aber was machen wir jetzt? Wir starten jetzt in die Missions und gucken mal, was wer wie machen kann. Wir haben den Roten Wald und ich habe immer noch das Andenken an die Vergangenheit. Der Rote Wald, das war die Olga. Hier, Olga, eine Bewohnerin eines Dorfes irgendwo im Roten Wald, hat Kontakt mit dir aufgenommen. Sie braucht deine Hilfe und will sich mit dir treffen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt trotzdem erst nochmal zu Andenken der Vergangenheit, weil genau das war die Mission, die ich verkackt habe und ich will die haben. Wir werden das erstmal machen. Nicht, dass sie dann irgendwann verschwindet. Ich denke, wir haben da noch Zeit für die andere dann danach. Ah, geil. Jetzt gucken wir mal, wer hier noch was von uns machen kann. Kopachi, Medikamentenabwurf. 95, 95. Zu Hause bleiben, haben sie beide 100. Hahaha. Sag mal, Mikael, wo bist denn du mal gut? Ein Hafen von Pripyat, da bist du gut. Vorratsabwurf. Da gehst du dann auch dahin, Mikael. Die Stimme im Wald. Könnte ich da den Olivier hinschicken, der das macht? Ja, ich soll das ja, ich soll mich ja da treffen, das muss ich ja selber machen. So, was haben wir hier? 95% für Olli. Kopachi, Medikamentenabwurf, Medikamentenabwurf, Medikamentenabwurf. Da macht er auf jeden Fall viel. Die Monsterjagd. Bei den Kühltürmen, da hat er nur 77 und hier hat er 100. Also wir lassen ihn mal Medikamente holen. Kopachi, da waren wir das letzte Mal. Zentrum von Pripyat. Ah, komm. Olli, du darfst mal nach Pripyat. Auf geht's mit dir nach Pripyat. Und wir gehen nochmal zum Auge von Moskau. Und ich werde sauer, wenn das jetzt wieder nicht klappt. Außerdem, ja. Auf geht's. Drück die Daumen, dass ich das diesmal hinkriege. Olli hat ja gesagt, vielleicht hätte ich über den Zwischengang, also der richtige Olli, hätte ich über den... Wieso ist denn das so rot jetzt? Wird das da Nacht gerade? Mit dem Hubschrauber, der leuchtet rot. Ja, hat ja gesagt, dass ich vielleicht über den... Bei dem Zwischenstück beim Gebäude da hätte rüberlaufen können. Ich muss mir das nochmal angucken. Wir schauen mal. Mission starten. Ja. Duga. A huge frightening monstrosity made of steel. The epitome of the Cold War and insatiable ambition. But what does it have to do with you or me? It's been so many years, but someone must remember Igor. Someone has to know. Ja, irgendjemand muss es wissen. Hauptsache, du fiedelst mir wieder was vor. Ja, ja. Tag 8, das Auge von Moskau nachmittags. Es regnet wieder. Das Spiel ist direkt gespeichert, gleich am Anfang. Oh, wir haben aber auch, wir haben jetzt auch hier ein Fragezeichen. Das hatten wir das letzte Mal da nicht. Das Fragezeichen war das letzte Mal hier. Da. Warum ist das jetzt hier? Ist das Absicht gewesen, dass ich da hin muss? Andenken an die Vergangenheit? Hier ist einfach so ein Fragezeichen. Wir befinden uns hier, wir gehen jetzt... Tschernobylitbrenner haben wir, glaube ich, 3 Stück mit. 1. 2. Okay, dann war der Hubschrauber hier.
Wir sind direkt davor. Was ist denn das? Mechanikteile? Das muss hier drüben sein. Sag mal, ich renne doch hier die ganze Zeit rüber. Wo ist denn da? Ah, hier! Sieht man ja fast gar nicht. Oha. Wieso kann ich mein Revolver nicht auswählen? Der ist doch auf der 4. Was ist denn da? Was ist mit meinem Revolver passiert? Hä? Was hab ich denn gemacht? Ich habe einen anderen Revolver ausgewählt. Irgendwie habe ich da wohl einen gefunden und habe den dann... Hä? Was habe ich denn... Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, habe ich meinen anderen Revolver, den ich die ganze Zeit hatte, irgendwie getauscht, ohne dass ich das wusste. Verdammt, was habe ich denn da gemacht? Nein, nicht dahin. Aber was mache ich denn auf die 2, das Ding? Du kommst? Hä, ich blick das immer noch nicht mit dem... Mit diesem Menü. Ausrüsten, entfernen, Schnellmenü. Ja, aber... Leute, das haben die so bescheuert gemacht mit dem Schnellmenü. Wie soll denn das funktionieren, Mann? Ich will jetzt diesen Revolver. Nicht nur nehmen, ich möchte den... Sieht auf jeden Fall cool aus, mit dieser Trommel da außen. Schneller zum Nachladen wahrscheinlich. Aber ich will den hier drin haben. Das muss doch gehen. So, jetzt ist er auf der 4. So, die Schrotflinte habe ich aber noch da drin, hoffe ich. Und was bist denn du? Du bist die Rüstung, oder wie? Da ist irgendwie eine Rüstung drin. Das ist doch Furz, die 8 als Rüstung. 7 ist die Gasmaske. Ich hätte eher gesagt, dass, ja, das wird ja automatisch benutzt. Da liegt aber viel Zeug. Aber wir scheinen alleine zu sein. Gewehrmunition. Was bist denn du? Ich glaube, der Olli freut sich über ein neues Gewehr. Wenn wir daheim sind. Das ist ein alter Stollen hier, so ein Bunker, was auch immer. Krass. Mehr gibt es nicht zu holen. Ja, guck, was das für eine Knarre ist. Was ist denn da dran alles? Verbesserung, gezogener Lauf, Scharfschützen, Schaft, vergrößertes Magazin, offenes Leuchtpunktvisier, Scharfschützenabzug. Alter Schwede. Können wir das mal auf die 8 legen, dass ich das mal sehe? Jetzt haben wir das gemacht. Ah, ich finde es trotzdem ziemlich schwierig. Okay. 20 Schuss haben wir damit. Na, Olli, da kriegst du was Schickes hier. Leuchtpunktvisier. Aber hier ist im Moment keine Gefahr. Dann hätte ich gesagt, auf zum nächsten Ziel. Das da wäre. Hier.
Das Auge von Moskau, ja, ich weiß. Und ich meine, dass hier immer zu NRA rumschlawenzelt. Gegenüber von dem Haus. Warum fiebst du schon wieder? Ja, die laufen auch nicht immer unbedingt hinter dem Haus rum. Irgendwas mit Wladimir, ja. Aber sie sind hier an dem Haus. Ich könnte natürlich jetzt auch mal das Scharfschützengewehr nutzen, gell? Das ist definitiv nicht nur einer, das sind zwei. Oder? Ist es nur der? Der Geigerzählermann schleicht sich heimlich an die NRA-Soldaten ran. Ja, ich weiß. Ich habe das aber schon mal gut hingekriegt. Scheiße, da vorne ist der Zweite. Ich habe es doch gewusst, es sind zwei. Kriegt der das mit, wenn ich den dann umliege? Wenn ich den jetzt hier schlafen lege? Verflixt, Junge! Warum fängst du jetzt auch an zu latschen? Scheiße, der muss hinter mir irgendwo sein. Junge, verdammt, jetzt geht schon wieder diese scheiß Sneaky-Kacke los, wie ich das liebe, echt. Ich hätte ja auch auf voll Rambo spielen können. Ich nied alles um. Aber das will ich nicht. Das sind ja alles Menschen. Die haben halt den Weg der NRA eingeschlagen. Jetzt läuft der auch weg. Jetzt habe ich gedacht, ich kann den von hinten anlatschen. Mann! Ihr elenden Pisser! Das kann doch nicht wahr sein! Wow! Ui! Hä, was? War da schon immer einer? Hat da schon immer einer geschlafen? Hey, die Klappe! Schlaf! Schlaf! Der Geigerzählermann! Leg dich schlafen, weil das kann. So, jetzt haben wir doch eigentlich nur noch den einen da vorne. Was? Erbsensuppe? Doch, Erbsensuppe ist cool. Komm, lauf weiter, lauf weiter. Du läufst scheinbar eine Runde. Ich hoffe nicht hier rum. Du elende Pissbirne, Junge. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt wirklich da rumlaufst. Ja, summ du mal schön. Bleib stehen. Mach jetzt keinen Fehler. Oh Mann, ey. Ui. Das war aber knapp, ey. So. Ihr zwei Hanepiebel. Schlaft mal schön. Ich hoffe, das waren nur die zwei. Aber ich denke schon. Solange wie man nicht tötet, werden es nicht mehr, hieß es mal. Oh doch, da ist noch einer. Also, doch, ich hab hier, glaub ich, mal gemordet. Scheiße, wo ist der? Da hinten. Hinterm Scheißhaus.
Also doch drei. What a stupid job. I was stupid enough to take it. Na, im übelsten Strahlungsgebiet stehst du rum und ich muss dich da... Das gibt's ja nicht. Jetzt verbrenne ich mich wegen dir, du Penner. Gerade dafür hätte ich gerade umnieten müssen. Waffe her. Oh Mann. Jetzt bin ich schon wieder verstrahlt wegen dem. Hauptsache Revolvermunition, das ist das Wichtigste, was man braucht hier im Spiel. Aber das war nicht schlecht. Das hat gut was gebracht gerade. In dem Gebäude kommen wir da nicht rein? Irgendwie nicht, gell? Scheint kein Eingang zu sein. Nein, das Gebäude ist nicht begehbar. Oh, Alter. 19 Millisiegel. Was ist denn mit euch falsch? Hier geht's wieder runter ein bisschen. Hast du jetzt irgendwas gefunden? Da vorne hat doch was grün geleuchtet. Habe ich mich jetzt da getäuscht? Hier war doch irgendwas grün gerade. Da! Ich weiß, was es ist. Nein, das ist so ein Scheißvieh. So ein mieses, elendes. Könnten wir mal den Revolver ausprobieren, natürlich. Haha, ja, hat's nicht mit gerechnet, hä? Damit habe ich auch nicht gerechnet. Wo? Wo ist der andere? Stopp! Oh, es sind halt immer zwei, ne? Aber der Revolver ist gut. Wie denn? Ey, der hat eine Rüstung. Der hat echt eine Rüstung. Ihr Pisser! Ja! Scheiße, Junge, ey. Der hat mir einen verbraten, ne? Das heißt, meine Psyche ist angegriffen, okay. Aber wie gut, dass wir Alkohol dabei haben. Können wir erstmal einen saufen hier. Ja. Wodka in den Kopf. Und uns geht's wieder besser. Ja, und sind wir jetzt verstrahlt oder brauchen wir nur ein Healthpack? Das ist die Frage. Und das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Ich glaube, so eine Kacksalbe sollten wir vielleicht dann irgendwann trotzdem wieder machen. Weil man da nicht so viel von braucht. Da ist doch auch irgendwas versteckt. Aber der Revolver ist gut. Mit seiner Trommel und Kette und wie auch immer das funktionieren soll. Der hat Gewehr. Aha. So, mein Freund, Headshot. Aber ich habe so ein dummes Gefühl, dass hier mehr kommen jetzt. Du hast mich damals schon gehauen, du Penner. Hier sind Chemikalien. Da ist noch einer.
Das Gebäude ist verseucht mit diesen Scheißviechern, Junge. Jetzt ist der wieder durch die Wand abgehauen. Alter, die sind ekelhaft. Ich weiß nicht, wo der rauskommt. Hast du dir so gedacht? Du ekliges Mistvieh, Junge. Seid ihr jetzt endlich hin hier? Langsam kümmer's! Haha! Langsam sind wir hier Rambo. Große Schnauze, Junge. Und dann kommt wieder irgend so ein Scheißvieh von hinten und schockt mich. Hier ist scheinbar gar nichts mehr drin. Ich finde es krass, wenn du Russisch kannst, kannst du das bestimmt auch alles lesen, gell? Oder Ukrainisch halt. Das haben die schon echt gut gemacht. Aber hier scheint nichts mehr zu sein in dem Haus. Das macht keinen Sinn mehr, hier weiter rumzustiefeln. Außer, dass man die zwei elenden Teile da zerstört. Ach, hier war das Funkgerät. Genau, das Funkgerät mit dem, wo wir mit Mikhail Kontakt aufgenommen haben. Ja, liegst du rum. Da liegst du rum, Junge. Hast du mich mal in Ruhe gelassen. Du hässlicher. Umja, Hellfrosch. Fehl hat er nicht, aber hässlich ist er trotzdem. So. That's our mission. Aber wir können mal gucken, was hier noch ist. Das nicht der Yevgeny oder wie der hieß? Der nicht hier rumgeübt? Der nicht hier rumgegangen? Das ist übrigens das Denkmal für die Feuerwehrleute von Tschernobyl. Ne? Das haben sie schon mega gut gemacht. Die haben das echt alles nachgebaut. Die sind ja wirklich für das Spiel dahin gefahren, ne? So, ich bin gespannt. Ihr seid es auch. Ich hoffe, wir kriegen diese Mission endlich jetzt hin hier. Warum fiebt es schon wieder? Ist hier schon wieder NAA? Oh nein, es fiedelt schon wieder. Ist ja klar, dass wir hier rein müssen, ne? Oder hier draußen erstmal Pilze holen. Sie fiedelt auf jeden Fall schon wieder hier rum. Unsere Tatjana. Haben wir hier noch mehr zu holen? Ja, nur noch drinne. Hä? Jetzt spielen hier zwei. Wehe, ihr schockt mich jetzt wieder mit irgendeinem Scheiß. Wir müssen hoch. Licht aus. Hier ist doch das Puppenfernsehen gewesen. Hier, nee. Hier gibt es einen Hinweis. Oder... Ah, es sind nur Elektrikteile. Oh, Alter, da läuft der Projektor, Junge. So ein Scheiß. Mann, hör auf mit so Mist, Junge. Warum? Warum läuft hier der Projektor? Kein Mensch ist hier. Nur Igor. Du spielst dir den ganzen Scheiß... Was ist denn jetzt los, Alter? Warum hat das jetzt aufgehört? Ich hab nichts gemacht.
Mann, Igor, du bist bescheuert. Du machst mich, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt hier hinten? Das war doch eben nicht da. Oh Mann, das... Es ist... Jetzt ist da eine Schreibmaschine hier vorne und der Projekt... Kann ich die nicht wieder anmachen? Komm, mach die Projekte wieder an. Alles wieder gut. Komm, schalt das nicht. Da hinten ist der Wladimir Iljitsch, Junge. Da ist der Lenin wieder. Was soll denn das? Mach mich nicht schwach, Mann. Jetzt ist hier alles für solche mit diesen komischen Kreaturen, oder? Wo ist denn das nächste Ziel? Na, oh, da oben. Verdammt. Und vorher gehen wir noch dahin. Erstmal muss ich hier rauskommen. Das ist doch nicht umsonst. Dieser ekelhafte Dreck hier. Gibt es hier noch was zu finden? So wie es gekommen ist, ist es verschwunden. Die macht mir echt Angst, diese Frau. Echt. Und das mit einfachen Mitteln in dem Spiel. Das ist unbegreiflich. So richtig schöne Psycho-Scheiße. Mann, ey. Gab's da noch was zu holen oben? Nein, gab's nicht mehr. Also weiter. Was sortieren hier den Rucksack? Und jetzt geht in die richtige Richtung, lauf nicht in die falsche. Mann, was macht er denn da? Ja, ist natürlich, man kann ja mal direkt hinlaufen. Komm ich denn jetzt zu dem? Der steht ja direkt hier und klotzt einfach. Ah, jetzt läuft er weiter. Ah, ist ja klar, dass hier wieder Stacheldraht ist, wo ich nicht durchkomme. Das heißt, ich muss das ablaufen. Und beobachten, wie der läuft. Das ist nicht nur der eine, das sind mehr. Ja. Es sind drei. Ja, hättest du mal lieber einen Müsli-Riegel mitgenommen. Aber warum seid ihr so viele hier? Oh Gott, warum läuft jetzt auch noch hier rum? Geh weg! Geschwind! Wie soll ich euch denn jetzt mal... Ey, irgendwann geht's gar nicht mehr anders, als dass ich euch über den Haufen knall. Da, der kommt schon wieder zurück. Ja, was für ein Scheißtag. Scheißtag, was für ein Scheißtag. Bleib jetzt stehen da hinten. So, das sollten die doch eigentlich nicht mitkriegen. Der Geigerzähler, Mann, schleicht sich immer an euch ran, ich weiß. So langsam habt ihr die Schnauze voll, gell? Ja, ja, lass uns rumhängen mit deinem. Mit dem bescheuerten Hipster-Freund. Der läuft jetzt da hinten rein. Wo ist der andere? Der kommt schon wieder zurück. Ja, ja, irgendjemand hat da hingeschissen. Ihr sagt immer das Gleiche, ist euch das mal aufgefallen? Ich verstrahle mich hier gerade so ein bisschen, glaube ich. So, der läuft jetzt wieder da lang.
Da hinten rein. Die laufen schon irgendwie beschissen, ne? Also gerade jetzt im Moment. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht zuerst den. Als er wieder da hinten reinläuft. Wenn die gleichzeitig da reinlaufen. Die kommen beide in die gleiche... Jetzt laufen die aufeinander zu. Das ist ja richtig scheiße. Der dreht sich zu schnell um. Oh, ich hab's gewusst. Verdammt, warum hatte der das jetzt mitgekriegt? Wieso hat der das jetzt gemerkt? Ich will hier nicht morden. Find mich einfach nicht. Geh einfach woanders hin. Find mich nicht und alles ist gut. Eine Minute rumhocken, warten. Komm schon. Werd nicht zu neugierig, geh einfach weg. Noch 30 Sekunden. Da müsst ihr jetzt mit durch, tut mir leid. Ich glaube, ich werde mal auf so eine Armbrust gehen noch vielleicht, auf so ein lautloses Teil. Weil hier so mit einem Revolver rumknallen, das ist schon laut, aber der sieht halt echt cool aus, gell? 12, 10, komm, 9. Das Auge von Moskau. Berat mich nicht. So, jetzt sollte der aufgehört haben, uns zu suchen. Jetzt müssen bloß wir wissen, wo der liegt. Nicht wo der liegt, wo der läuft. Der hat natürlich echt mitgekriegt, wie wir den auf den Sack gelegt haben. Welcher war denn da? Ah, der. Ja, dieser Maniac hat gerade zwei Leute von deinen Kollegen schlafen gelegt und versucht das jetzt auch bei dir. Er kommt durchs Gebüsch. Da hat er dich. Haha. Und keinen getötet, das ist gut. Es waren aber drei, ey. Es werden immer mehr, es wird immer schwerer. Diese NRA. Heidenei, heidenei. Aber Ressourcen kriegt man dadurch, das ist gut. So. Tja. Ist das nicht unser tolles Gebäude, wo wir das letzte Mal waren? Das hat Olli gemeint. Hier, da durch diesen Zwischengang zu gehen. Ich würde sagen, das erste, was wir jetzt da tun, ist da reingehen. Hier saß damals der Jewgeni. Er ist gar nicht mehr da. Komm ich hier rein? Na, irgendwie nicht. Da oben gibt es Sachen zu holen und da auch. Das ist ein Hinweis. Und was denn hier rein? Oh ja. Ach genau, hier saß der Typ, der sich in den Kopf geschossen hat, wo ich nicht klargekommen bin. Und hier die Treppe hoch, ja, das geht.
Und hier wollte ich rüberspringen. Ich wollte eigentlich darüber, weil dies. Jetzt im Moment ist es da nicht angezeigt, aber hier unten, irgendwo unten drin, ist Tschernobylit. Und das will ich wegmachen. Hat sich das jetzt da bewegt? Wieso habe ich denn so ein komisches Gekriesel? Ich bin doch gar nicht mehr draußen. Ja, und wie komme ich denn jetzt? Muss ich da reinspringen? Soll ich jetzt tatsächlich da runterhüpfen oder wie? Oh, immer diese unterirdischen Höhlen, Junge. Mann, warum? So, jetzt haben wir Tschernobylita hier bekommen. Aber mehr scheinen wir hier nicht holen zu können. Nur den Kram, echt. Dafür habe ich jetzt so einen Brenner versaut. Eine Werkstation herstellen? Ich könnte jetzt eine taktische Rüstung herstellen oder kann... Brennbare Teile, Kräuter... Ja, aber das brauche ich ja nicht. Da hinten sind Dokumente. Ne, Elektrikteil, Elektrik. Das sieht aus wie in der letzten Mission, ne? Wie diese KGB-Station, ist doch das gleiche irgendwie. Naja. Wahrscheinlich würfelt das Spiel ein bisschen die Sachen auch zusammen hier, dass die Missionen immer ähnlich sind. Das ist aber nicht schlimm. Es soll sich ja in der Umgebung abspielen, alles hier. Von Tschernobyl, aber das haben wir jetzt. Das bringt uns jetzt nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen da hoch. Letztes Mal, Olli, das letzte Mal war das hier. Da, und hier gibt es keinen Durchgang. Entweder kann ich hier reingehen, und hier ist auch der Yevgeni übrigens. Und hier oben, hier war ungefähr die Anzeige, wo ich hätte hingehen sollen. Wir werden mal gucken, was jetzt weiter passiert hier. Erstmal müssen wir wieder raus. Kommen wir da wieder hoch. Da komme ich doch nie wieder hoch. Na doch. Wahrscheinlich wäre auch ein anderer Weg rausgegangen, aber egal. Also, wenn ich jetzt schaue, hier, dieser Flügel... Müsste ja hier geradeaus hier rüber gehen. Das funktioniert nicht. Ja, in die Richtung. Ich schaue jetzt in die Richtung. Wenn ich da lang laufe, müsste es ja jetzt irgendwo da hier hochgehen. Da ist nichts. Ich kann nur hier raus, aber ich komme nicht da oben rein. Auch nicht da oben lang, oder? Hat Olli recht und ich bin einfach nur dumm. Nee. Wahrscheinlich wäre das hier durch diese Tür. Und die geht nicht auf. Da komme ich nicht durch. Das ist nicht gewollt. Wenn ich in die Richtung weiterlaufe, dann bewege ich mich ja wieder weg. Also entweder oder. Es wird schon wieder eklig da draußen. Das Wetter wird schwer scheiße. Ich glaube, das blitzt schon wieder, dass dieser Dreckstalker sich wieder ankündigt. Das heißt, wir sollten schnellstmöglich jetzt dahin gehen. Haben wir die eigentlich alle abgeerntet, die drei? Oder habe ich da einen vergessen? Naja, ich glaube, die zwei habe ich gemacht und dann bei dem anderen hat er es gemerkt. So. Ah, die Blitze sind schon wieder da. Der Stalker, der wird schon wieder aufmerksam auf mich, der Schwarze.
Nicht gut. Oh fuck, hier sind auch welche. Oh, ihr NRA-Horst, Junge, warum? Bist du alleine? Never ever bist du alleine. Oder doch? Wir werden es gleich rausfinden. Ja, der Geigerzählermann! Der hat's drauf, Leute! Wie ihr euch alle schlafen legt. Gebt mir euer Zeug! Da vorne läuft der nächste. Wir haben schon gesehen. Es ist alles auf dem Weg dahin, wo wir eh hin müssen. Hey, sind da oben drin. Wie komme ich da ran? Da ist noch einer. Alter, das wimmelt ja nur so von den Affen. Hier. Ja, das ist taktisch unklug, wenn ich den jetzt hinlege. Sag mal, muss das sein, dass ihr euch unterhaltet? So, der läuft jetzt da lang und du läufst wieder zurück. Okay. Sollte er nicht gesehen haben. What's that smell? Did someone take a shit out here or what? Ja, ich bin der Profi. Ich bin der Profi im Ablegen mittlerweile. Nehmt euch in Acht vor dem Geigerzähler, Mann. So. Ressourcen sind wir jetzt gut unterwegs hier. Jetzt gehen wir mal da oben rein noch. Jetzt können wir uns ja frei bewegen. Jetzt haben wir die ja da weggeknüppelt. Mehr oder weniger. Wie kommen wir denn da hin? In diesen Stock. Da kommen wir nicht rein. Wird schon wieder ekelhaft dunkel. Ich mag das nicht. Ich habe jetzt echt die Tür aufgemacht. Tür verwenden. Ich kann die auch wieder zumachen. Ist hier schon wieder so ein Vieh drin? Natürlich. Oh, nicht noch. Jetzt, hier stampft nur wieder so ein Drecks. Ich hoffe, ihr hört es auch. Ist ja nicht meint, ich bilde mir das ein. Und vor allem, warum immer hier oben? Hauptsache die Tür geht zu, ne? Diese Drecksviecher, Mann! Da kommt das Scheißding da raus! Ich such doch bloß! Kampf?
Ist da noch so ein Ding? Ein Soldat? Fuck. Die Soldaten haben mich gehört, weil ich geschossen habe. Ja, klar. Hey, da habe ich aber einen Soldaten übersehen. Wieso ist denn das so dunkel hier? Alter, warum ist das so verbrannt? Licht aus. Oh, fuck. Dem hat's aber jetzt... Ui. Scheiße, wie viele Soldaten kommen denn hier? Die schießen doch schon wieder auf mich. Die suchen mich noch. Oder Kampf noch. Scheiße, das geht mir voll auf die Psyche. Der lebt noch. Aber ich habe ihn erwischt. Oh nein, und jetzt kommt noch dieser Dreckstalker dann gleich. Das brauche ich nicht. Ich bin voll in der Falle, verdammt. Wo ist der Soldat hin? Oh, scheiße. Oh, fuck, der hat mich erwischt. Mist. Jetzt habe ich zwei Soldaten töten müssen. Das ist scheiße, weil das wird dann... Ich glaube, jemand, die sind scheiße, die hier drin rumgelaufen, in dem Gebäude, oder wie? Ich wollte nur den hier. Warum mischt ihr euch dann auch immer ein, ihr Penner? Tür zu. Scheiße, den hat's aber auch ganz schön zerlupft, Junge. Du grüne Neue, da hab ich den ganz Kopf weggeschossen. Fuck, das tut mir leid. Meine Psyche ist angeschlagen, ich brauche Alkohol. Fuck, ja, aber der scheiß Stalker, der ist ja auch schon wieder auf dem Weg zu mir. Ah, das alles nur, weil ich eigentlich dahin will. Wieder das Looten nicht lassen konnte, ne? Ich habe auch alles gesammelt. Weg hier. Da drüben gibt es noch irgendwas. Oh, eine Notiz. What are you doing? You nut? You're scaring the kids away. Me? Never. Come on, Igor. Hop in and show me what you've got. Try to push me off the barrel. Semenov's top scientist making a fool of himself on a children's playground? If anyone found out... Oh, who's gonna tell? I won't. Come on, Igor. Come on, don't be such a square. Ja, sei nicht so spießig. Igor, sei nicht so spießig. Spiel doch mal mit deiner Tatjana ein bisschen. Sie hat noch nicht gesagt, dass der hier ist. Das ist schon mal gut. Dieser scheiß Stalker. Der ich habe ein neues Level erreicht. Aber die Mission ist noch nicht beendet. Oh Mann, wir kommen hier nicht vorher raus. Wir werden wieder auf den schwarzen Stalker treffen. Dann kriegt er halt wieder Schrot vor die Fresse. Ist mir egal. Aber so kriegt man den grob los. So, jetzt ist hier die Spieluhr. Das haben wir doch das letzte Mal schon... Der ist nicht mehr weit weg. Ich hatte die schon gefunden. This is the same music box I gave to Chana for her birthday. What's this? There's something clipped to the inside. Is this a bug? Tatjanas Spieluhr, darin war eine alte KGB-Abhörgerät installiert, aber wofür? Why did you come here?
Ja, ja. Frag dich nicht, warum ich hergekommen bin. Ich bin wegen dir hier. Das weißt du doch. Recognize it. You wanted to talk. Let's talk. Not with me. The old fellow wanted you to see this first. You're running out of time. How did you get it? Not here. Meet me in the building next door in a couple of minutes. This just keeps getting better and better. So, und bis hierhin bin ich das letzte Mal auch gekommen und das hat dann nicht mehr funktioniert. Das hat... Da ist wieder die Tatjana da vorne. Die verändert sich dann in ein Gemälde an der Wand. Schaut euch das mal an. Genau das. Habt ihr das gesehen? Und das ist mir beim letzten Mal auch schon passiert. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wenn ich jetzt hier zurückkomme, ich den da treffe. Und vor allem, dass mich die NAA nicht noch hier aufhält. Das brauche ich nämlich jetzt gar nicht dann. So. Es ist relativ sehr dunkel hier. Da draußen sind noch Gewürze. Also nicht Gewürze. Gib mir jetzt mit. Los. Kräuter. Das lass mal nicht liegen. Aber jetzt wird es halt interessant. Jetzt weiß ich nicht, wie ich da hinkommen soll. Darüber. Da hinten ist wieder der Evgeni. Ich muss jetzt hier hoch. Sag mal, jetzt geht's doch noch weiter hoch. Da ging es doch damals nicht weiter hoch. Hier ist ein Fernseher. Hier war das Puppenspiel, wo die Fernseher geklotzt haben. Ja, die Folge wird ein bisschen länger, tut mir leid. Das hat er gemeint, der Olli, natürlich. Hier bin ich das letzte Mal lang gelatscht. Und das war der falsche Weg, glaube ich. Hier links. Schaut mal. Hinweis. Der Stepanow Splinter. Der Splinter. Das haben wir doch auch schon gelesen. Dorothy, Genosse Major Stepanow. Duga-Projekt, Zusammenhang stehen, bla bla bla. Kaffee, Teller. Ah, ja genau, wir haben das schon gelesen, dass er hauptsächlich Musik gehört hat und. Ihr könnt euch das gerne in Ruhe an durchlesen nochmal, haltet es an das Spiel. Das dauert jetzt zu lange, der Bericht von dem Splitter. Ich habe es schon gelesen, ich habe schon mal vorgelesen, eine Folge weiter vorher, ich weiß das. Es ist der scheiß Typ wieder hinter mir. Verflixt, Junge, ey, das geht mir auf den Sack. Ja, ich bin voller Überraschungen. Du solltest mich einfach in Ruhe lassen. Das ist natürlich meine Psyche wieder im Arsch. Aber dafür ist er ausgeschaltet. Das ist aber noch nicht das Ziel. Wir müssen zu dem Typen. Aha. Das war doch damals nicht da. Did the tiny dancer get your attention? Old man said it would. He's gonna test you before he decides if he likes you. Every fucking thing is a test with that crumbling fruitcake. But at least he pays well. Are you going to explain to me what this is all about? Captain Spastic said you'd recognize a big fucking radar assembly and that it means something to you. Then he mumbled something about the Rat King and the end of the world, but I don't think he was serious about that part. I came here to talk to the old man, not his errand boy. I'm going back. The fuck you say? You're a lucky son of a bitch, I'd mess you up. Oh. Then I wouldn't get paid. Now shut your fucking face and pay attention when your betters are talking. You got a choice to make. It's easy. You can either use the detonator to blow this metal monstrosity to kingdom come, or you can use the other thingy to upgrade your PDA. That will improve the functionality of every scanner in the network. Why do I have to choose?
Don't know. Don't care. I did my fucking job. Now you do yours. Krass. Ich kann jetzt das Auge Moskaus nutzen, um meinen Scanner Reichweite zu erhöhen, oder ich kann es sprengen. Wer ist dieser Typ? Ich hasse Überraschungen. Ich sollte mir genau überlegen, was ich tue, bevor ich mich endgültig entscheide. Sollen wir den erstmal fragen, wer er ist? And who the hell are you supposed to be? I'm a man on a job, that's all. Yeah? That's all you need to know, friendo. Last piece of advice. This guy is crazy loco, sure. But there's always some kind of reason behind what he's doing. So ask yourself, why would he want you to make this choice? Ey! Der Sashko war das. Jetzt ist er weg. Gut, ich spiele das Spielchen dieses Verrückten mit. Außerdem wäre Tatjana froh, wenn der Radar weg ist. Ressourcen zu zerstören ist leichtsinnig. Ich sollte alles behalten, was mir hilft, Tatjana zu finden. Ich nehme das PDA-Upgrade. Krass. Das Auge Moskaus ist mit mir. Quest abgeschlossen. Andenken an die Vergangenheit. Ja, wie auch immer das funktioniert. Ich habe gerade eine Errungenschaft freigeschaltet. Neue Fähigkeit erlernt. Größerer Gebietsscan. Cool. Das wird Mikhail gefallen. Okay. Mikhail ist jetzt uns freundlicher. Mal gleich mal probieren hier. Ah, da hinten liegt was. Ja, das ist... Ja, aber Olli, du hast recht gehabt. Ich musste da rüberlaufen, aber... Aber ich bin ja hier rumgelaufen. Wie auch immer, ich bin hier bloß falsch gelaufen in der Etage. Ich bin damals irgendwie in der Etage hier falsch rumgelatscht. Ich bin hier... Ja, wie auch immer. Wir haben es gefunden. Raus jetzt hier. Ich glaube, viel mehr wird man nicht mehr finden hier. Kann ich eigentlich auch da runterspringen? Nö. Wir sollten jetzt den Weg nach draußen finden und dann werde ich zurückspringen. Oder ich würde sagen, wir beenden die... Hier ist die Tür, wo es rausgeht. Das Spiel wird hier gespeichert. Meine Lieben, das war voll spannend. Und wir haben die Mission geschafft. Ich beende die Folge jetzt hier, ansonsten wird es zu lang. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht ein Abo, dass ihr dran bleibt. Habt einen schönen Abend. Ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Und wie immer auf meinem Kanal. Tschö mit Ö.